Guten Morgen zusammen. Schön, dass wir hier dann doch zu sehr früher Uhrzeit dann auch von einem schönen vollen Raum zusammen. Freut mich sehr. Nochmal guten Morgen in die Runde, guten Morgen zu Hause gebliebene. Guten Morgen. Mein Name ist Stefan Grote, und ich freue mich, dass wir hier die nächste Stunde gemeinsam verbringen dürfen mit einem, wie ich finde, sehr, sehr, sehr spannenden Thema, nämlich Linux auf dem Desktop. Ja. Wer bin ich? Wo komme ich her? Für was für ein Unternehmen darf ich sprechen? Stefan von Dergonicus, wir sind ein Linux- und Open-Source-Dienstleister, seit 2001 eigentlich so mit dabei und verstehen uns dabei als technologieunabhängiger und lösungsorientierter Dienstleister. Das heißt, wir haben ein sehr breites technologisches Portfolio, da ist irgendwo alles Mögliche mit dabei: Kommunikationsplattformen, klassische Systemmanagement-Infrastrukturen, aber eben auch Linux auf dem Desktop. Ja? Und das ist so eine Geschichte, die zieht sich wirklich über die letzten 20 Jahre mehr oder weniger durch. Ja? Dass das wirklich über die Jahre hinweg immer irgendwie eins von unseren Themen war. Und in dem Kontext habe ich mir gedacht, es wäre doch vielleicht mal ganz interessant, dieses Thema aufzugreifen und mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Was haben wir da so für Erfahrungen gemacht? Was funktioniert gut? Was funktioniert besser? Und da einfach mal ein Stück weit in den offenen Austausch zu kommen. Ja? Und so ist der Vortrag auch gedacht. Das heißt, es ist jetzt nicht so, die Idee ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt hier eine Stunde hinstellen will und dann Frontalunterricht mache. Das ist jetzt nicht die Idee, sondern wir haben durchaus auch ein bisschen Zeit und Raum für Rückfragen, für Diskussionen. Also wenn es irgendwelche Punkte gibt, wo ihr sagt, oh, das ist interessant oder sehe ich vielleicht anders, dann haben wir die Zeit, da auch direkt in die Diskussion einzusteigen. Während des Vortrags oder auch gerne am Ende. Würde mich freuen, wenn wir so ein bisschen in den offenen Austausch kommen würden. Das wäre so die Idee. Genau. Wenn irgendwas unklar sein sollte, wenn ich irgendwie zu schnell werden soll, zu laut, zu leise, gebt mir bitte ein kurzes Handzeichen, dann können wir schauen, dass ich darauf reagiere. Ja? Alles klar? Super. Was ist so der Kontext? Auf was für Erfahrungswerten bauen wir hier irgendwo auf? Was ist Gegenstand dieses Vortrags? Ich habe hier einfach mal eine Folie mitgebracht, wo ich einen exemplarischen Auszug aller möglicher Projektreferenzen mal mitgebracht habe, von dem, was wir in den letzten 20 Jahren so umsetzen durften, an konkreten Linux auf dem Desktop-Projekten. Und da ist eigentlich alles Mögliche mit dabei. Ja, ihr seht hier, man kann jetzt so nicht wirklich irgendwo eine Branche erkennen. Wir haben sowohl Linux auf dem Desktop-Projekte umgesetzt, weiß nicht, im öffentlichen Sektor, bei Bundesministerien, bei produzierenden Unternehmen, Handelsunternehmen, Versicherungen, Landesdienstleister, alles Mögliche durch die Bank. Das sind nicht alle, das ist nur ein exemplarischer Auszug, dass man mal sieht, was das hier für ein bunter, breiter Blumenstrauß ist und wo eigentlich wirklich auch die Herausforderungen liegen, wenn man Linux-Arbeitsplätze, Linux-Desktops denn einführen möchte und betrachten möchte. Um das vielleicht auch mal zeitlich so ein bisschen einzuordnen, was für eine Spanne betrachten wir? Das ist ein exemplarischer Screenshot aus einem Projekt, was wir umgesetzt haben, was ein bisschen was mehr als 20 Jahre her ist, hier nochmal mit so einem KDE 1, optisch äußerst ansprechend, wie ich finde. Ja. Und hier dann einfach mal so ein exemplarischer Auszug von dem Desktop, wie er eigentlich heute aussieht. Durchaus dann doch ein bisschen was moderner. Oh, das ist sehr dunkel auf dem Beamer-Bild, aber ich glaube, die Idee ist eigentlich ersichtlich, wo man schon sehr schön erkennen kann, was das eigentlich wirklich für eine wahnsinnige technologische Entwicklung auch ist in diesen letzten 20 Jahren. Jetzt freue ich mich, dass der Raum hier so voll ist. Und ich glaube auch, dass wir alle Linux auf dem Desktop einsetzen. Ich will jetzt niemanden mutmaßen, dass er jetzt die Hand heben soll, wer das nicht tut. Und ich glaube auch, wir alle, oh, war mutig. Und ich glaube, wir alle auch haben, ich sag mal, einen Hop von uns entfernt, auch sicherlich noch jemanden, dem wir auch den Linux auf dem Desktop angeredet haben. Sei es dem Partner, der Partnerin, der Mama, vielleicht den Kindern. Ja? Aber wenn man darüber hinaus guckt, vielleicht ein, zwei oder drei Hops weiter, bei unseren Arbeitgebern, vielleicht, manche ja, manche nein, bei den Projekten, wo wir uns engagieren, im Verein, privates Umfeld, da wird es dann schon relativ dünn. Ja? Und das ist einfach ein Thema, wo ich einfach mal die offene Frage stellen möchte, so eine These aufstellen möchte: Warum redet eigentlich keiner über Linux auf dem Desktop? Ja? Warum ist das ein Thema, was nicht so sonderlich interessant wirkt? Warum hat man hier gähnende Leere, wenn man über solche Themen irgendwie spricht? Und in dem Kontext beziehe ich mich dabei hier auf den unternehmenskritischen Einsatz. Ja? Also irgendwo in Unternehmen, in Institutionen, in Organisationen, privates Umfeld betrachte ich hier in der Diskussion eigentlich weniger. Ja? Aber ganz offene Frage: Warum redet eigentlich so niemand darüber? Warum hat das Thema keine Relevanz? Man könnte hier an der Stelle jetzt einfach nochmal eine Folie mitbringen, wo irgendwelche Statistiken erfasst werden. Die sind nichtssagend.
wenig überraschend. Ja? Deswegen nochmal inhaltlich, warum redet niemand über Linux auf dem Desktop, über Linux-Arbeitsplätze? Weil das Thema irgendwie nicht sexy ist. Ja? Ich will mich viel lieber mit irgendwelchen Kubernetes-Plattformen beschäftigen, als mit einem Linux-Desktop. Weil die Technologien, die ich, ja, danke, weil die Technologien irgendwie ein alter Hut ist. Oder weil das vielleicht auch überhaupt nicht bereit ist für den Einsatz im Unternehmen. Oder weil man vielleicht sagt, weißt du was, wir warten so lange auf Linux auf dem Desktop, hör auf mit dem Thema, ist völlig abgedroschen. Alter Hut, interessiert mich nicht an der Stelle. Irgendwie, Hand auf Herz, ist es doch von allen ein bisschen. Ja? Was es so unfassbar schwer macht, auch jetzt aus unserer Community heraus, sich irgendwie mit dem Thema zu nähern. Weil sind wir doch mal ehrlich, Linux auf dem Desktop wird doch immer ein Stück weit despektierlich interpretiert. Ja? Da geht eine Frage hoch. Also für den Stream, die Frage oder die Ergänzung, wenn ich so interpretieren darf, war, dass man auch die Frage betrachten muss, welcher Desktop? Ja? Also KDE, GNOME, zu wenig Standardisierung, zu viel bunte Blumensträuße an der Stelle. Absolut richtig. Ja? Auch das zählt ein Stück weit damit ein, dass man so an der Stelle eigentlich gar nicht so über den Linux-Desktop sprechen kann, im Sinne einer deterministischen Interpretation. Gibt es so in der Form halt gar nicht. Ja? Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen meine persönliche Erfahrung. Da geht eine Frage, bitte. Für die Aufzeichnung ist es ein Problem der Vermarktung. Ja? Andere, nennen wir sie mal proprietäre Hersteller, sind lauter, trommeln lauter. Menschen, Unternehmen, Organisationen, die für Linux Desktop trommeln, sind vielleicht nicht so wahnsinnig laut oder lautstark wie vielleicht andere Unternehmen, die einen Desktop anbieten. Ja, absolut, spielt auch ein Stück weit mit rein. Ja? In einer persönlichen Interpretation, wenn man mal wirklich auf den Linux-Arbeitsplatz schaut, glaube ich, dass ein Thema mit dabei ist, was auch einen ganz interessanten Aspekt hat. Und zwar habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass eine scheinbar unlösbare Verbindung existiert zwischen diesem einem dominierenden Betriebssystem, dessen Namen ich jetzt nicht ausspreche, und der eigentlichen Arbeitsaufgabe, die ich damit versuche zu erfüllen. Ja? Und das ist hochgradig interessant, finde ich, weil das ja etwas Statisches irgendwo ist. Ja? Eine scheinbar unlösbare Verbindung in einem hochgradig technologischen Umfeld, in dem wir alle unterwegs sind. Das passt irgendwie nicht so recht zusammen. Wie kann das eigentlich sein? Ich habe auf der nächsten Folie hier einer meiner Lieblingsinfografiken mitgebracht. Habt ihr sicherlich alle schon mal gesehen. Für die Menschen, die diese Grafik jetzt nicht kennen. Diese Grafik zeigt an, wie lange eine gewisse Technologie benötigt hat, um irgendwo 50 Millionen User irgendwo zu erreichen. Das ist die Aussagekraft der Grafik. Und in der oberen Zeile mit den Icons sieht man sehr schön, da ist man schon wirklich bei einer langen Zeit angekommen. Ja? Irgendwo Telefon 50 Jahre, kaum vorstellbar, 50 Jahre. Ja? Kreditkarte 28, Fernseh 22 Jahre. Das kann man einigermaßen greifen. Ja? Die meisten von uns können 20 Jahre zurückblicken und haben eine gewisse Vorstellung davon, wie da die Welt wohl irgendwo aussah. In der unteren Zeile sieht es da schon ganz anders aus. Ja? Wenn wir hier mal auf das Internet schauen, Icon mit dem Internet, 7 Jahre, YouTube 4 Jahre, Twitter, weiß ich gar nicht mehr, ob man Twitter überhaupt noch so erwähnen darf oder ich jetzt verklagt werden kann, aber ihr wisst, was ich meine, 2 Jahre und mein All-Time-Favorite Pokémon Go 19 Tage. Ja? Also ihr seht auch da, in was für einer rasanten technologischen Entwicklung wir hier eigentlich unterwegs sind. Und das finde ich ein ganz interessantes Spannungsfeld. Ja? Auf der einen Seite sehen wir anhand der Grafik auch nochmal schön dargestellt, wie rasant die technologische Entwicklung eigentlich wirklich ist. Und auf der anderen Seite warten wir irgendwie noch so seit, weiß ich nicht, ein bisschen was mehr als 18 Jahre auf den eigentlichen Linux-Desktop. Ja? Ist ein ganz, ganz, ganz interessantes Spannungsfeld. Aber es scheint sich momentan ein bisschen was zu ändern. Man sieht Licht am Ende des Tunnels, in der Hoffnung, dass das nicht der entgegenkommende Zug ist. Und wir sehen es auch hier an der diesjährigen Frostcon. Wir haben hier einen Track mit dem klangvollen Namen Open Your Windows for a Fresh Breath of Air, Open Source and Public Administration. Da scheint sich ein Stück weit was zu ändern an der Stelle. Ja? Und das, was sich da für den Moment ändert, verbirgt sich hinter dem zugegeben etwas sperrigen Schlagwort der digitalen Souveränität. Ja?
Und das ist weitestgehend eine Interpretation dahinter, dass Institutionen aus dem öffentlichen Umfeld erkannt haben, eine gewisse Abhängigkeit zu haben zu Technologielieferanten und diese Abhängigkeit eine einseitige ist. Ja? Und das möchte man versuchen, ein Stück weit aufzulösen. Da gibt es die unterschiedlichsten Handlungsstränge, die meisten davon kennt ihr. Der zweite Aufzählpunkt auf der Folie, das Zentrum für digitale Souveränität in der öffentlichen Verwaltung, gibt es morgen früh, meine ich, gegen 11, auch einen sehr, sehr spannenden Vortrag, der um das Thema geht. Die Open-Source-Plattform der öffentlichen Verwaltung, das GitHub für die Softwareentwicklungen aus der ÖV, die souveränen Arbeitsplatzbemühungen, habt ihr auch alle irgendwie mitbekommen. Und es gibt ganz, ganz, ganz interessant, auch einen entsprechenden Handlungsstrang, der so auf den Linux-Arbeitsplatz für die öffentliche Verwaltung einzahlt. Oh, jetzt werde ich aber lauter, ne? Okay, alles klar, danke. Das Ganze ist ein Stück weit in Kursiv gesetzt, weil das jetzt nach meinem Empfinden nichts ist, was irgendwo da ist, was man irgendwo so nutzen kann, wie das vielleicht bei den anderen Themen der Fall ist, sondern das ist für den Moment eben eine sehr, sehr, sehr spannende Studie, die da in Auftrag gegeben worden ist. Auftraggeber federführend an der Stelle war das Land Schleswig-Holstein im schönen Kiel. Und ich habe hier da einfach mal einen entsprechenden Auszug aus der Studie mitgebracht, die inhaltlich nochmal darstellt. Und das ist hochgradig interessant, weil es wird sehr früh festgehalten, dass die Marktdominanz von Microsoft im Segment der Betriebssysteme auf Verwaltungsarbeitsplätzen stellt ein Quasi-Monopol dar. Aha, hätten wir so in der Form nicht gedacht. Der zweite Absatz finde ich aber wesentlich interessanter. Eine kritische Diskussion der Situation im Speziellen auf die Abhängigkeit von einem großen Hersteller. Ja, und das ist wirklich ein Punkt, eine Entwicklung, wo wir aus unserer Erfahrung im Umgang mit Linux auf dem Desktop halt wirklich sagen, eine kritische Diskussion. Das ist der jeweilige Aspekt, um den es hier geht. Und das wäre auch wirklich die Brille, die ich jetzt für die nächsten Folien in diesem Vortrag wirklich aufsetzen möchte. Ja? Dass wir wirklich hier eine ganzheitliche Betrachtung machen von den jeweiligen Zielgruppen, die wir da eben so haben, um dann eben zu bewerten, wie können wir eigentlich solche Linux auf dem Desktop-Projekte eben umsetzen. Und da haben wir hier, oh, ich sehe gerade, die beiden Folien sind vertauscht. Das hier wäre eigentlich die Folie, die an der Stelle jetzt kommt. Ja? Also wenn wir solche Projekte irgendwo angehen wollen, Linux auf dem Desktop-Projekte, dann zeigt unsere Erfahrung, dass eine ganzheitliche, durchaus sehr kritische Betrachtung mit allen relevanten Zielgruppen empfehlenswertes, um wirklich von Anfang an Erwartungshaltung und Anforderungen irgendwo direkt darzustellen. Ja? Exemplarisch möchte ich hier in den nächsten Minuten eigentlich so drei große Zielgruppen betrachten. Das eine sind die Anwender, Administratoren und dann die Kaufleute. Es gibt noch wesentlich mehr. Ja? Aber wenn ihr solche entsprechenden Projekte angehen wollt, sind das eigentlich die Zielgruppen, die ihr immer habt, ja? Mit denen ihr immer irgendwie reden müsst in solchen Konstellationen. Jetzt muss ich einmal ein bisschen durch die Folien springen. Das wäre jetzt dann so die erste Folie für die Zielgruppe der eigentlichen Anwender. Und da ist es so, dass wir dort gesehen haben, dass es sehr gewinnbringend sein kann für solche Projekte, die Anwender sehr früh in die eigentliche Konzeptionsphase bereits schon aktiv mit einzubeziehen. Ja? Weil man muss sich an der Stelle wirklich vor Augen führen, das, was man dort konzeptioniert, an einem Linux-Desktop-Client, soll ja ein Werkzeug sein für die Menschen, die damit versuchen, ihre Arbeit zu verrichten. Ja? Und es ist niemandem damit geholfen, wenn man vielleicht den besten Linux-Desktop der Welt irgendwo erfindet, einem hinsetzt und sagt, bitteschön, damit darfst du jetzt arbeiten. Und der guckt drauf oder sie guckt drauf und sagt, kann ich gar nicht, es geht völlig am Bedarf vorbei. Ja? Das ist eben ein Aspekt mit dabei, wo man dann sehr, sehr, sehr früh in der eigentlichen Projektumsetzung schon herkommen sollte und versuchen sollte, die Anwender aktiv mit einzubeziehen, um wirklich auch zu verstehen, wie arbeitet er oder sie eigentlich? Wo ist der Schmerz? Ja? Wie kann ich helfen? Wie kann ich das Werkzeug so anpassen, dass ich dem Menschen, der da vor dem Bildschirmarbeitsplatz sitzt, die Arbeit irgendwo erleichtern kann? Ja? Weil nochmal, ich meine, das ist ein Computer, der soll uns Arbeit abnehmen und nicht noch mehr Arbeit machen. Ja? Und das ist eben die Sichtweise, die wir gerade in der Diskussion im Umgang mit der Zielgruppe Anwender, Anwenderinnen direkt von Anfang an mit aufnehmen sollten. Also schaut, wenn ihr solche Projektvorhaben irgendwo angeht, dass man dort wirklich versteht, wie wird gearbeitet, wo ist der Schmerz und im Idealfall auch wirklich versteht, was für Fachverfahren werden da eigentlich angesetzt, was für Fachanwendungen hat er oder sie denn eigentlich auf seinem Bildschirmarbeitsplatz
Und das wiederum ist ein Punkt, der hochgradig interessant ist. Ich springe durch die Folien, das bitte ich zu entschuldigen. Die Sache mit den Fachverfahren, mit den Fachanwendungen ist nämlich so, sehr, sehr, sehr häufig gibt es keine plattformübergreifende Lösung dafür. Ja? Wenn ich mit einer Kommune, mit einer Stadt, mit einer Gemeinde spreche, die eine Fachanwendung hat für die Berechnung der Hundesteuer, dann könnt ihr davon ausgehen, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage 99,99999%, die wird nur auf dem Windows laufen. Oder auf was auch immer ich da für einen Client halt irgendwie habe, das wird hundertprozentig, ja, ich glaube bei 99%, ich lehne mich nicht aus dem Fenster, nicht plattformübergreifend sein. Ja? Und das ist ein Stück weit auch mit einer Problematik, die man sehr früh in der Diskussion mit den Anwendern eben sieht. Ja? Es gibt teilweise Fachanwendungen, die gewisse Ähnlichkeiten aufweisen oder kompatibel sind zueinander. Klassikerbeispiel MS Office, LibreOffice. Ja, das ist mittlerweile ein Thema, was insoweit eigentlich, ich sag mal salopp, durchgespielt ist. Ja, das kann man schon durchaus wirklich auch als kompatibel betrachten. War Ende der 2010er Jahre vielleicht noch ein bisschen was anders. Aber grundsätzlich ist das ein Ansatz, den ich da eben betrachten sollte. Darüber hinaus habe ich dann die Herausforderung, gerade bei den Fachverfahren wirklich zu schauen, gibt es irgendwie alternative Lösungen oder halt Werkzeuge, die ich dann wirklich auch eben einsetzen kann. Ja? Bei Fachanwendungen, Berechnung der Hundesteuer, bleibe ich mal bei dem Beispiel, wird es ein bisschen was schwieriger werden, klar, gar keine Frage. Ein Klassiker an der Stelle ist irgendwo die Fernwartung. Ja? Da muss man dann wirklich schauen, wenn ich einen Linux-Desktop einsetze, was kann ich da eigentlich für eine Software verwenden. Da geht eine Hand hoch, bitte. Absolut, absolut richtig. Ja. Also das ist so ein bisschen die Krux. Jetzt muss ich gestehen, du hast mir eigentlich den letzten Aufzählpunkt vorweggenommen, aber exakt darum geht es. Ja. Also wenn wir beispielsweise Neuentwicklungen haben, dann bin ich völlig bei dir. Das ist nicht die große Herausforderung, da jetzt wirklich Neuentwicklungen plattformunabhängig zu gestalten und im Idealfall auch als freie Software freizugeben. Das ist nicht die große Hürde mit dabei. Aber auch da muss ich der Vollständigkeit halber sagen, das kommt ein Stück weit darauf an, mit wem du darüber redest. Ja, ist das jetzt vielleicht eine größere öffentliche Institution, die vielleicht schon ein bisschen erprobter ist in dem Umgang, Auftragsentwicklung als Open-Source-Software zu vergeben, ja, in dem Kontext, mag das vielleicht ein bisschen einfacher sein, als wenn ich beispielsweise bei einem produzierenden Unternehmen bin, die erstmal sagen, ja, Moment, dafür bezahle ich doch Geld, dass das für mich entwickelt wird. Warum soll ich das denn dann nie wiederum jemandem freigeben? Also auch da hat man an der Stelle noch ein Stück weit einen, Kulturschock ist vielleicht das falsche Wort, aber je nachdem, aus was für einem Kontext man halt irgendwie kommt, hat man da noch ein bisschen was an Aufklärungsarbeit vielleicht. Genau, ja, richtig. Dabei exakt, das ist das Thema. An dieser Stelle hier, was ich gerne noch auf der Tonspur mitgeben möchte, womit wir sehr, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist, wenn man beispielsweise feststellt, es gibt keine plattformübergreifende Lösung für eine gewisse Fachanwendung und man schaut von außen drauf, man liest die Dokumentation und hat das Gefühl, ja, nee, das kann ich vergessen, ja, das ist in dem Silo halt irgendwo gefangen und eingefahren. Dann kann ein Ansatz sein, wirklich aktiv auf den Softwarehersteller zuzugehen und einfach mal anzufragen und wirklich das Gespräch zu suchen. Ja, das mag vielleicht in den ersten Iterationen sehr schwierig sein. Man muss irgendwie an dem Vertrieb vorbei und dann gibt es vielleicht noch die ein oder andere weite Hürde, die man da nehmen muss. Aber wenn man dann mal wirklich den Durchblick hat und mit den Leuten spricht, die auch inhaltlich dazu ein bisschen was beitragen können, dann ist das Feedback doch eigentlich, zumindest nach unserer Erfahrung, sehr, sehr, sehr positiv zu sehen. Weil die Menschen, die die Software entwickeln, natürlich auch so einen plattformübergreifenden Aspekt eben anstreben. Ja? Also an der Stelle Fachverfahren, die vielleicht nicht plattformübergreifend verfügbar sind,
gerne auf die Hersteller auch proaktiv eingehen und mit einbeziehen. Ja? Ansonsten vielleicht hier Stichwort Nähkästchen-Plauder-Modus. Die Sache mit den Fachverfahren ist wirklich eine große Sache. Das ist die Folie, die ich sehen wollte. Ich habe hier einfach mal ein exemplarisches Referenzthema mitgebracht aus dem Jahr 2018. Das ist wirklich ein Projektvorhaben, was es so in der Form auch eben gab. Dahinter steht ein kleines, mittelständisches, produzierendes Unternehmen mit ca. 80 Bildschirmarbeitsplätzen. Unfassbar heterogene IT-Infrastrukturen, ein bisschen was an Windows, ein bisschen was an Linux, jede Menge CAD und ein wirklich gewachsener Maschinenpark, ist ein holzverarbeitendes, produzierendes Unternehmen. Und das spielt im Jahr 2018 und da gab es, ihr werdet sie alle kennen, diese wunderbare Dokumentation im ZDF-Fernsehen, das Microsoft-Dilemma. Und diese Dokumentation hat der Geschäftsführer und Firmeninhaber gesehen und war Feuer und Flamme. Ja? Also war wirklich hochgradig engagiert, hat erkannt, er mit seinem Unternehmen ist völlig abhängig von Windows-Produkten und hat für sich erklärt, das muss ich ändern. Ist das Chefsache, ich muss raus aus dieser Unabhängigkeit. Hat den Weg zu Gonikus gefunden, wir sind dann in die Gespräche eingegangen und das war wirklich, ich durfte dabei sein, eine ganz, ganz, ganz tolle Atmosphäre, weil wenn jemand, der vermeintlich von den Inhalten so eigentlich keinen Bezug dazu hat, keine Berührungspunkte dazu hat, wirklich Feuer und Flamme ist für so ein Thema, dann nickt man nur die ganze Zeit, ja, einer hat es verstanden, endlich. Ja? War unfassbar schön. Trotzdem an der Stelle muss man dann auch sagen, wir haben relativ schnell im Rahmen der Bestandsaufnahme gesehen, dass im Kern die IT-Abteilung, wenn man das so sagen darf, eigentlich aus einem Programmierer bestanden hat, der auch noch ein bisschen Admin-Aufgaben hat, mitgemacht hat und durfte diesen ganzen bunten Zoo an Umgebung, an Infrastruktur da eben betreuen. Und dieser Mensch, netter Typ, aber der hat relativ wenig Linux-Kenntnisse gehabt und eigentlich auch so kaum Bezug zum Thema. Ja? Und das war auch eben dann ein Aspekt, wo wir gesagt haben, naja, so in der Form mit den Kapazitäten, die hier zur Verfügung gestellt werden, das macht eigentlich so überhaupt keinen Sinn, da jetzt irgendwelche Projekte anzugehen, so schön wie das auch sein mag, da wirklich, ja, ich sag mal, auf Geschäftsleitungsebene irgendwo Zuspruch zu bekommen. Und das ist eben ein Thema mit dabei, was für uns ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ja? In diesen Diskussionen nicht gegeneinander agieren, sondern wirklich miteinander. Ja? Und es kann durchaus auch Infrastrukturen, Projekte, Unternehmen geben, wo es halt eben super passt mit einem Linux auf dem Desktop. Und es kann durchaus auch eben welche geben, wo man sagt, ja, könnte passen, aber für dich so in der Form mit der Konstellation halt überhaupt nicht. Weil du kannst es ja nachher dann in Eigenregie gar nicht supporten, warten oder halt weiterentwickeln. Ja? Und das ist dann eben nochmal ein Aspekt, wo wir ja ganz klassisch als Lessons Learned auch gesagt haben, das passt denn so in der Form halt irgendwo nicht. Ja? Das heißt, hier auf der Folie mal so drei zusammengefasste Aspekte, Lessons Learned im Umgang mit Zielgruppe Anwender, nie gegeneinander, immer miteinander, ja? In dem Kontext keine ideologischen Diskussionen führen. Ja, ich glaube, wir alle hier im Raum sind einer Meinung, dass der technologische Ansatz überlegen ist. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, und dass wir uns auch alle mehr wünschen würden, mehr Linux auf dem Desktop einzusetzen. Aber eine ideologische Diskussion, ob das jetzt besser ist oder nicht, bringt an der Stelle halt irgendwie auch niemandem was. Ja, insofern Quintessenz-Ergebnis. Einen Linux auf dem Desktop-Arbeitsplatz passt für viele, ganz bestimmt, ja? Aber eben nicht für alle. Ja? Und das ist mit einem Aspekt, den man da noch einfach mal rausarbeiten sollte. Genau. Ja, kommen wir zur nächsten Zielgruppe. Meine Lieblingszielgruppe, die Admins, Administratoren, versierte Anwender. Wie geht man in die Gespräche mit den Kollegen? Wie kann man die überzeugen, dass Linux auf dem Desktop eine gute Idee ist? Ist Quatsch, ne? Brauchen wir nicht überzeugen, glaube ich, weiß jeder. Dass da der technologische Ansatz eben halt durchaus sehr charmant ist. Trotzdem an der Stelle hier, versierte Anwender, Administratoren können irgendwo Fluch und Segen gleichzeitig sein. Ja? Und mit versierte Anwender meine ich Admins, Entwickler, DevOps, alle Menschen, die wissen, warum der 25. Mai ein super wichtiger Tag ist. Ja? Auf der einen Seite kann man sagen, in solchen Gesprächen über Linux Desktops herrscht sehr häufig ein angenehmes Umfeld. Ja, man hat irgendwo das gleiche Verständnis von Gegenstand, von Technologie.
man hat die gleichen Argumente, man hat die gleichen Sichtweisen. Es macht Spaß, solche Gespräche, solche Projekte zu führen. Auf der anderen Seite, im Kontra, muss man aber auch sagen, und da darf sich auch niemand von freisprechen, glaube ich, Experten neigen gerne mal zum Selbermachen. Das Update, Donnerstagnachmittag, ab 14 Uhr, nee, heute ist Dienstagnachmittag, ne? Ich brauche das jetzt mal eben, schon in Ordnung. Wie, ich habe keinen Root auf meinem System? So kann ich nicht arbeiten. Ja? Also das sind durchaus immer so Aspekte, so Diskussionen, die man sehr häufig in Gesprächen mit Administratoren oder versierten Anwendern halt eben führt. Und an der Stelle, hier auf der nächsten Folie, die Lessons Learned, auch wieder jeweils in drei Punkte zusammengefasst. Was sind so Aspekte, auf die man da achten sollte? Was ist so das, was wir da in den letzten Jahren an Erfahrung machen durften? Ein Aspekt ist, man sollte eine saubere Trennung von Projekt und Arbeitsgerät irgendwo vorsehen. Ja? Es ist in erster Linie ein Werkzeug, wo wir halt irgendwo vorsitzen. Und natürlich macht es unfassbar Spaß, dieses Werkzeug so auf unsere alle Bedürfnisse anzupassen, dass es ideal, perfekt, persönlich maßgeschneidert ist. Gar keine Frage. Und das ist ein unfassbar großer Vorteil von Linux und Open Source Software, natürlich. Aber an dieser Stelle muss man eine rote Linie finden, dass man sagt, das ist mein Arbeitsgerät und hier habe ich meine jeweilige Projektumgebung. Ja? Wir kennen das alle für einen kleinen Test. Ich brauche mal irgendeinen PPA, ich brauche einen Copper und hole mir irgendwas aus irgendeiner Quelle heraus, um es mal eben machen zu können. Ist in dem Kontext super, gar keine Frage. Wenn ich zentral gemanagte Clients habe, fällt mir das beim nächsten Update aber gegebenenfalls auf die Nase. Ja? Und das ist eben ein Spannungsfeld, was man gerade bei der Konzeption zu Anfang eben schon berücksichtigen sollte. Ja? Versierte Anwender, gerade wenn sie vielleicht vorher schon Linux auf dem Desktop hatten, der nicht zentral gemanagt worden ist, lassen sich nicht so gerne in ein Korsett zwingen. Ja? Wenn ich vorher Root-Rechte hatte und dann nehme ich demjenigen die Root-Rechte halt weg, dann wird er mich beim nächsten Mal nicht so innig umarmen, wie er das vielleicht vorher gemacht hat. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr, das weiß ich jetzt nicht, je nachdem, wo man da so unterwegs ist. Aber das muss man einfach eben berücksichtigen. Ja, es gibt da durchaus auch ein Stück weit eben Befindlichkeiten und Freiheiten, die gut und richtig eben sind, gar keine Frage. Wenn ich solche Projekte angehe, muss ich schauen, dass ich da ja eine rote Linie halt finde. Das Ziel sollte sein, auch für versierte Anwender, für eine versierte Anwendergruppe wirklich ja, eine schmerzlose Ersetzbarkeit des Arbeitsplatzes bereitzustellen. Ja? Ein Client ist Kettle, nicht Pad. Das muss so grundsätzlich das Ziel dahinter einfach mal sein. Ja? Okay, kommen wir zur nächsten und damit auch letzten Zielgruppe. Die Kaufleute. Ist, glaube ich, die am interessantesten hier für uns alle ist. Nicht, auch wenn ich selber Kaufmann bin, ne, darf ich das sagen. In der Diskussion mit den Kaufleuten hat man immer sehr häufig so den Aspekt, dass man sagt, oh ja gut, okay, wenn ich jetzt hier irgendwo auf einen Linux auf dem Desktop setze, dann verringere ich irgendwo die Gefahr der Herstellerabhängigkeit, ich verringere die Gefahr des Vendor-Logins. Ne? Ja, grundsätzlich erstmal richtig von der Argumentationsweise her, muss man allerdings aufpassen vor dem Hintergrund des zweiten Punkts. Ja? Je nachdem, für was für ein Betriebssystem, für was eine Distribution ich mich entscheide, nehme ich irgendwo was von einem Enterprise-Hersteller, Red Hat oder SUSE oder sonst irgendwas, oder orientiere ich mich jedoch eher an typischen Community-Distributionen, vielleicht Debian, Arch, Gentoo, ja, ist es natürlich ein Unterschied, wie gehe ich damit natürlich von der ja, rein kaufmännischen Sichtweise halt aus. Ne? Grundsätzlich klar, im Kontext von Community-Distribution habe ich vielleicht dieses Thema nicht. Sollte ich mich hier für eine Enterprise-Distribution entscheiden, habe ich natürlich auch einfach ein Thema mit Rahmenverträgen und Lizenzpools, gar keine Frage. Ja? Insofern, wenn das für euch interessant ist und ihr solche Projekte irgendwo konzeptioniert und angehen wollt und sagt, ja, wir wollen aber das auf einem Red Hat irgendwo machen oder wir brauchen irgendwo ein SUSE, schaut, dass ihr die Kaufleute relativ früh mit ins Projekt involviert bekommt. Je nachdem, in was für Institutionen ihr unterwegs seid, gegebenenfalls auch schon direkt die Juristen mit dabei. Ja, dass man dort auch die jeweiligen spezifischen Parameter von Lizenzpool-Regelungen halt auch schon direkt mit betrachten kann. Ja, insofern seht ihr da schon, es geht hier gar nicht so sehr um die technischen Aspekte, sondern vielmehr um organisatorische Randbedingungen und die werden ja ganz gerne auch mal gerade in den Projektanfangsphasen irgendwo vernachlässigt. Insofern, wenn das ein Thema sein sollte, Enterprise-Distribution, dann
gerne Kaufleute und Juristen von Anfang an irgendwo mit einziehen. Ein Aspekt, den wir im privaten Kontext sicherlich alle leben, ist irgendwo der längere Nutzungszeitraum der Hardware. Ja? Ich glaube, wir alle haben das sicherlich mal gemacht, dass wir irgendwo unser altes Laptop genommen haben, neue SSD rein, frisches Ubuntu oder was auch immer irgendwo drauf und hat das vielleicht gereicht für die Büroarbeiten zu Hause oder vielleicht für Partner oder Partnerin, vielleicht für die Kinder. Ja? Und dann ist die Kiste nochmal die nächsten 3, 5, 8 Jahre problemlos gelaufen. Wunderbar. Perfekt. Im privaten Kontext. Im geschäftlichen Umfeld ist das etwas, wo ich ganz klar von abraten würde, ja, dass man da sagt, nur weil ich potenziell die Hardware länger einsetzen kann, das auch wirklich zu tun. Ja. Da sollte man wirklich bei dem normalen Rahmen bleiben, den jedes Unternehmen, jede Institution da hat. Neue Gerätegeneration nach 3, 5, 7 Jahre, wie auch immer. Ja. Und nicht herkommen und sagen, nur weil ich jetzt hier eine Ubuntu 2204, brauche ich jetzt die nächsten 8 Jahre keine neuen Laptops kaufen. Das wäre jetzt nicht so die Idee, die wir hier im unternehmenskritischen Kontext machen sollten. Genau. Wie bitte? Ja, ich versuche es zusammenzufassen, ist ein zentraler Punkt vor der Fragestellung, wenn ich jetzt beispielsweise einen Windows-Laptop habe, den ich jetzt quasi, wo ich die Hardware-Plattform jetzt quasi erneuern müsste, oder würde ich halt herkommen und würde auf die ältere Hardware-Plattform dann schon in Linux bügeln und damit halt länger wirken können. Das war so deine Ergänzung, ja, genau. Ist ein durchaus zentraler Punkt, ja klar, gar keine Frage, ist auch etwas, wo ich inhaltlich sagen würde, ja, völlig legitim, kann man halt machen. Erfahrung zeigt, bringt nur Ärger. Muss man jeder für sich bewerten, inwieweit das passt. Vom allgemeinen Kontext her ist meine persönliche Erfahrung, da reimt man sich auf mittel- bis langfristig durchaus mehr Probleme rein, als wenn man beispielsweise sagen würde, ich komme her und bleibe bei meinem normalen Rhythmus. Da war noch eine Frage und dann springe ich hoch, ja? Oh ja, oh ja. Merkt ihr da eine Veränderung auch bei den Hardware-Herstellern, dass die Teile anbieten für Linux von alleine oder wird es gefordert inzwischen häufiger? Sieht man da einfach eine Bewegung? Ja. Frage war so ein bisschen, ob man gerade im öffentlichen Umfeld, was so Spezialhardware-Art geht, Fingerabdrücke beispielsweise, ob man da ein gewisses Umdenken von den Hardware-Herstellern sieht, was Treiberverfügbarkeit angeht. Ja, ist durchaus ein Thema. Ja, leicht langsam. Also ich glaube schon, dass es immer mehr Hersteller gibt, die auch versuchen, da irgendwo das Linux halt mit zu berücksichtigen. Das halt schon, dass man da jetzt halt sieht, dass es jetzt, wer weiß, wie viele neue Komponenten gibt, die vorher wirklich nur exklusiv für den Windows halt geschnitten waren, das habe ich es auch gesagt. Das so in der Form halt doch nicht. Nee. Aber ich glaube, das ist ein leichtes, vorsichtiges Umdenken, was da für den Moment passiert. Die öffentliche Verwaltung mit dem Schlagwort digitale Souveränität mag da für den Moment am sichtbarsten sein, ja? Aber es gibt auch viele, viele andere Unternehmen aus dem privatwirtschaftlichen Umfeld, die jetzt vielleicht weniger laut sind. Ja? Also ihr habt zu Anfang gesehen, das war ein Auszug von der KUKA, dem Automatisierungshersteller. Für die dürfen wir eine sehr, sehr, sehr große Linux auf dem Desktop-Infrastruktur betreiben und die haben das eigentlich in ihrer IT-Strategie als Fundament mit verankert, ne? Dass sie schauen, wenn wir irgendwo Hardware-Komponenten einfügen, dass die auch dann wirklich Linux-Treiber eben mitbringen. Ne? Und das ist natürlich privatwirtschaftliches Unternehmen, damit nicht so laut und nicht so visibel, sag ich mal, wie eine öffentliche Institution. Und bestimmt auch freier in der Hardware-Auswahl, ganz genau. Ja, genau. Ich würde einmal da hochspringen und dann springe ich runter zu dir, okay? Ach, Kai, gar nicht erkannt. Grüß dich, hi. Ja. Ja.
Siehst mir nach, aber das fasse ich nicht zusammen für die Aufzeichnung, ja? Okay, alles klar. Ja. Also inhaltlich völlig richtig. Je diverser, je breiter die Plattform, die Gerätespezifika eigentlich werden, die ich supporten muss, gerade was ja, lang- bis mittelfristiges Engagement angeht, wird es schwieriger werden. Ja. Ist Hand aufs Herz einem Thema, was schwer zu schlucken ist. Ja? Weil irgendwo habe ich die Hardware halt da, sie tut, sie läuft, ja, warum kann ich sie nicht einsetzen? Exakt, ist mit nachher dann schwieriger. Genau. Da war noch eine Frage, glaube ich. Oh ja. Ist ein Stück weit Henne oder Ei. Ne? Also ich versuche es zusammenzufassen, das ganz spannende Spannungsfeld, weil nämlich wer fängt an, wer macht den ersten Schritt? Ja? Müssen es quasi die Anwender sein, die sagen, ja, ich hätte aber gern, ich bleibe mal bei dem Fachverfahren oder bei dem Treiber für Linux, ja? Oder müssen es die Hersteller sein, die proaktiv den Weg halt irgendwo gehen? Und super spannender Punkt, vielen, vielen Dank. Weil exakt in dem Spannungsumfeld, das hatten wir gerade eben gehabt, bei den Fachverfahren, Softwarehersteller mit einbeziehen, ja, jetzt nehmen wir mal den gedanklichen Punkt auf und versuchen uns mal in die Lage hineinzuversetzen. Wir wären jetzt beispielsweise so ein Softwarehersteller und würden sagen, hey, wir wollen den Treiber auch für Linux rausbringen. Ja, dann gehen die Entwickler vielleicht zum Vertrieb hin und sagen, hey, wir haben die super Idee, und Vertrieb sagt, ja, wir haben gar keine Anfragen dafür, können wir gar nicht budgetieren, haben wir gar nicht gedeckelt, brauchen wir halt nicht. Ja, aber wenn der Vertrieb beispielsweise von diesem Softwarehersteller, den wir uns gerade vorstellen, dreimal die Woche von uns allen genervt wird, wir suchen uns gleich einen raus und machen das, und sagt, hey, wir brauchen den Treiber allerdings dann auch für Linux, dann sagt der Vertrieb auch irgendwann, hey, ich habe hier 7 Anfragen, jetzt heute schon, und was ist denn eigentlich los? Ja? Henne oder Ei, super Punkt, vielen, vielen Dank, ja, klasse. Gleich 2 Hände, ich glaube, genau, gerne, und dann müssen wir auch mal... D'accord. Ja, gar keine Frage. Das war ähnlich, oder? Ja, ist ein Thema, wo man auch, glaube ich, sieht, dass da die Entwicklung durchaus breiter sein könnte im Feld. Ja, absolut. Ist richtig. Jetzt sind wir hier bei den Kaufleuten schon ganz schön tief in technische Details abgerutscht. Ne? Auch gar nicht interessant. Wir sind mit einer völlig anderen Brille hier reingestartet. Okay. Ja, ich würde einfach mal versuchen wollen, diesen Kaufleute-Aspekt dahingehend abzuschließen, dass ich als ja, Lessons Learned nochmal zusammenfassen möchte, was sind es so für Aspekte, auf die es ankommt in Diskussionen, in Gesprächen mit den Kaufleuten. Auch wenn es uns als open-minded Menschen vielleicht ein Stück weit auch schon aus den Ohren kommt, erster Aufzählpunkt,
man hat auch immer noch ein Stück weit, gerade bei Kaufleuten, immer noch ein bisschen was an ja, Erklärungs-, an Aufklärungsaufwand. Ja, es ist halt eben nicht gratis oder kostenlos. Ja? Gerade wenn man sagt, ja Moment, aber wir haben doch jetzt hier den Rahmenvertrag nicht mehr mit Microsoft und nehmen wir jetzt auf eine Debian-Distribution, dann fällt ja jede Menge Lizenzkosten halt irgendwo weg. Ne? Mag auf den ersten Blick vielleicht richtig sein, ja, aber das ist natürlich ein Punkt, wo man gerade zu Anfang sehr, sehr, sehr stark schauen muss, in was für eine Richtung geht das eigentlich. Ja? Also ich kann jetzt nicht herkommen und sagen, nur weil hier vielleicht irgendwo Lizenzkosten oder Subskriptionskosten halt wegfallen, amortisiert sich das Projekt vielleicht binnen von 3 Jahren oder so etwas. Ja? Das ist ein Trugschluss eben an der Stelle, den man da halt berücksichtigen sollte. In den Diskussionen mit den Kaufleuten. Ein Thema, was in dem Rahmen auch gerne mal unterschätzt wird, ist, wenn ich den Linux-Desktop irgendwo habe, dann habe ich mittel- bis langfristig natürlich auch immer Support, Wartung, Betrieb, Optimierungsaufwände weitestgehend. Ja, es geht ja nicht darum, quasi einmal eine zentral gemanagte Desktop-Infrastruktur zu konzeptionieren, hinzustellen und zu sagen, viel Spaß damit, ich gehe jetzt. Ja. Sondern möchte ja auch wirklich schauen, dass man dort über die nächsten ja, Monate und Jahre hinweg wirklich auch eine tolle Plattform, ein tolles Werkzeug bereitstellen kann. Insofern die Support- und Optimierungsaufwände in diesen Diskussionen mit Kaufleuten auf jeden Fall berücksichtigen und betrachten. Ein Punkt, der eigentlich in allen Linux auf den Desktop-Projekten auffällt, zumindest ist das unsere persönliche Erfahrung, ist gerade zu Anfang initiale Migration, respektive Entwicklung von neuen Komponenten, wird grundsätzlich immer und überall unterschätzt. Ja? Das ist wirklich ein Rahmen mit dabei, der ja, gerade in diesen Diskussionen dann doch auch berücksichtigt werden sollte. Versuchen wir so ein bisschen einen Ausblick zu wagen. Jetzt haben wir ja jede Menge Argumente gehört, wie man in die Diskussion mit den einzelnen Zielgruppen halt irgendwo gehen kann. Was sind so die Kernpunkte? Wie kann ein Projekt eigentlich irgendwo gelingen? Ja? Diese Aufzählung ist bitte nicht so zu interpretieren, dass ich da überall einen Haken hintermachen kann und dann läuft das schon. Ja, so ist das bitte nicht zu verstehen. Aber es können Anreize sein, Ideen sein, Zutaten sein, ja, die dazu führen, dass mein Projekt irgendwo vernünftig umsetzbar ist. Als ersten Aufzählpunkt sollte ich schauen, dass ich wirklich, wenn ich einen zentral gemanagten Client habe, auch wirklich weiß, was habe ich da eigentlich, was will ich irgendwo ausrollen. Ja? Das heißt, ich brauche eine Möglichkeit, automatisiert Versionsstände festzuhalten, sowohl für die eigentliche Software als auch für die eigentliche Konfiguration, die ich da jeweils ausrolle. Ja, ist etwas, muss ich zentral irgendwo im Zugriff haben. Wir haben es bei den Administrationsarbeitsplätzen angesprochen, schmerzlose Ersetzbarkeit. Ein Client muss Kettle sein, kein Pad an der Stelle. Ja. Und ein Punkt, der da an der Stelle auch sehr, sehr, sehr interessant ist, wenn ich mich um den Linux auf dem Desktop halt kümmere, dann muss ich auch schauen, dass ich irgendwo eine Backend-Infrastruktur habe. Ja? Nur die wenigsten Umgebungen kann ich irgendwo auf der grünen Wiese aufbauen und sagen, ich will Linux auf dem Desktop haben und einen OpenLDAP als Verzeichnisdienst oder ein FreeIPA oder sonst irgendwas. Das ist nur in den wenigsten Fällen der Fall. Ich habe meistens schon eine Infrastruktur, auf die ich irgendwie aufbauen muss. Ja? Und sehr häufig ist es ein AD oder ein ADFS oder sonst irgendwie sowas. Ja? Das heißt, da muss ich also schauen, wie kann ich die Desktop-Infrastruktur, die ich konzeptioniere, wirklich auch integrieren mit dem, was halt schon da ist. Ja? Oder halt eben nicht. Aber man sollte sich darüber auf jeden Fall bewusst sein, dass es dort schon was Vorhandenes gibt. Die Anwender so früh wie möglich einzubeziehen, gerne auch schon direkt in der Proof-of-Concept-Phase. Nochmal an der Stelle hier, wir wollen ein Werkzeug entwickeln, womit andere Menschen halt wirklich arbeiten können und ihre ja, tagtägliche Arbeit auch möglichst, möglichst effektiv umsetzen können. Spannende Zielgruppe, Entwickler, DevOps, versierte Anwender, nicht in den Konsens zwingen. Ja? Wenn ich vorher einen Linux auf dem Desktop vielleicht hatte, der nicht zentral gemanagt war und ich führe dann einen zentral gemanagten Client ein, nehme in dem Kontext die Root-Rechte noch vielleicht weg, 100%ige Erfolgsgarantie für Schatten-IT, das dauert 3 Tage, dann steht irgendeine alte Kiste unter den Entwicklerschreibtischen und dann wird halt darauf gearbeitet und der neue zentral gemanagte Client steht nur als Deko auf dem Schreibtisch. Erfolgsgarantie, danke fürs Nicken, ja, sehr schön, genau. Wenn ich dann natürlich nachher meine rote Linie gefunden habe, wie gehe ich beispielsweise um mit Root-Rechten, mit Sudo-Rechten, kommt es natürlich immer wieder an den Punkt, und das ist auch ganz, ganz, ganz schwierig, dass ich Kollegen und Kolleginnen habe, die sagen, hey, ich brauche jetzt mal wirklich echt einen Root auf meinem System. Und man kann sagen, ach komm, weißt du was, wir kennen uns seit 15 Jahren,
mache ich dir mal eben. Und man verteilt das dann so mit der Gießkanne nach Gutdünken oder nach persönlichem Gusto. Individualisierung führt zu Problemen. Ja? Das werden wir nachher an der Stelle kaum noch irgendwo abgefangen bekommen. Auch ein ganz, ganz, ganz schwieriges Umfeld, wo man zu Anfang in dem Rahmen der Konzeption schon wirklich ja, sich einfach eine rote Linie überlegen sollte, wie geht man damit um. Mache ich das nachher im Betrieb? Wird schwierig. Ja, das ist so ein bisschen die inhaltliche, sachliche Sichtweise. Ich würde jetzt nochmal darauf kommen, wie kann so ein organisatorischer Ablauf eigentlich aussehen? Das ist so ein exemplarischer Auszug dessen, wie so ein Projektablauf gestaltet werden kann. Ganz zu Anfang Bestandsaufnahme und Evaluierung, wirklich Anwender aktiv mit einzubeziehen, neben die ja, Menschen setzen, die dort irgendwo werken und versuchen zu verstehen, wie arbeitet ihr eigentlich? Was ist die Erwartungshaltung an den neuen Client? Was sind für Anforderungen? Wie kann ich dir, lieber Kollege, liebe Kollegin, das Arbeiten irgendwo angenehmer machen, dass, es, ja, dass ich dir Probleme lösen kann? Wenn das soweit klar ist, was ich eigentlich vorhabe und der grobe Projektrahmen irgendwo abgestimmt ist, dann kann ich einsteigen mit dem inhaltlichen Punkt, wirklich Konzeptions- und Implementierungsaufgaben zu machen, sowohl für einen Proof of Concept, für einen Piloten oder auch für eine Produktionsumgebung. Ja. Dieser Schritt, der ist iterativ zu verstehen. Ja. Das heißt, ich kann irgendwo anfangen und sagen, okay gut, ich mache ein Konzept von dem, was ich vorhabe, mache ein POC, kann dann nochmal vielleicht festhalten, passt das inhaltlich, baue den Piloten auf, geht dann vielleicht in die Produktion. Kann man beliebig oft wiederholen, man kann auch den Piloten überspringen, ja, das ist dann so ein bisschen immer dem Projektgegenstand geschuldet, aber das ist eben ein Aspekt, den man iterativ immer wieder überholen kann. Sollten Kaufleute anwesend sein oder Menschen, die sich mit Kaufleuten viel beschäftigen, da wird immer die Frage kommen, boah, wenn wir jetzt so iterativ vorgehen und gar nicht wissen, was ist denn übermorgen eigentlich so unser Ziel und wir fahren auf Sicht, wie soll ich das budgetieren? Buchtipp von mir persönlich, der agile Festpreis. Allein der Titel ist ein Knaller, ja, und der Inhalt auch. Ja. Also wenn das ein Thema sein sollte, wo ihr sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das mit den Menschen irgendwo erklären sollte, das Buch wärmstens empfohlen. Tolles Stück. Wenn ich dann eine Umgebung habe, die ich irgendwo in Betrieb nehmen kann, dann zeigt unsere Erfahrung, dass so eine Hypercare-Phase während des Rollouts eigentlich Standard sein sollte. Ja. Folgendes Bild. Ein Anwender oder ein Entwickler bekommt irgendwie einen neuen Descriptor vorgesetzt und das ist erstmal was Neues für ihn. Und wenn da irgendwas dran nicht funktioniert, Hand aufs Herz und verzeiht mir die Wortwahl, aber dann ist der Desktop halt scheiße. Ja? Und wenn die Ursache vielleicht auf OSI Layer 8 irgendwie sein mag und er oder sie das vielleicht gar nicht interpretiert, der Desktop bleibt halt scheiße in der konkreten Situation. Ja? Gerade wenn was neu irgendwo ist. Insofern, ganz zu Anfang von solchen Migrationsprojekten, schaut, dass ihr irgendwo eine Hypercare-Phase einplanen könnt. Schaut, dass ihr vielleicht selbst oder Kollegen und Kolleginnen aus dem Support vielleicht sichtbar sind, proaktiv ansprechbar sind und sagen, hey, wie läuft dein Client eigentlich gerade? Ja, eigentlich ganz gut, aber wenn ich das Headset hier ranstecke, passiert Folgendes Komisches. Was meinst du denn eigentlich dazu? Ist ein ganz anderer Umgang, eine ganz andere Art und Weise der Fehlerinterpretation, die man da bekommt, als wenn man beispielsweise ja, reihenweise Support-Tickets reinbekommt, dass der neue Client halt hier völlig Käse ist. Ja? Ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Genau. Und abschließend dazu an der Stelle eben dann auch nochmal, wenn ich irgendwo den Client implementiert habe und ich gehe ins Go-Live, dann schaut, dass wir auch wirklich ja, Regelbetrieb, Support, Wartung, Service, Optimierung auch weiterhin berücksichtigen, dass der Super-Client, den wir konzeptioniert und entwickelt haben, auch wirklich so super bleibt. Ja, zum Abschluss möchte ich hier nochmal zwei, drei Aspekte mitgeben, die alle nicht technischer Natur sind. Was sind so die Take-Home-Messages, die ich teilen möchte, die ich euch mitgeben möchte, wie kann den Linux auf dem Desktop-Projekt eigentlich gelingen. Im Rahmen der Konzeption ist die Benutzerfreundlichkeit wesentlich wichtiger und höher zu priorisieren als irgendwelche Features und Funktionen. Ja? Gerade technologieorientierte Menschen neigen dann doch eher dazu zu sagen, hey, super Feature, super Funktion, brauchen auf jeden Fall alle. Ja? Mit den Anwendern sprechen, gucken, ob das irgendwie trägt oder nicht. Die Menschen sollten eigentlich im Fokus stehen. Bestandsaufnahme, Evaluierung, gerade auch zu Beginn der jeweiligen Projektumsetzung. Typischerweise ist es so, Erwartungshaltung, Anforderungen werden irgendwo unterschätzt. Nehmt euch ausreichend Zeit, ja, zu verstehen, wie arbeiten die Menschen, was sind das für Aspekte, auf die es irgendwo ankommt. Ihr werdet in solchen Projekten, in solchen Diskussionen immer extreme Befürworter haben, die das Projekt in den Himmel loben und sagen, warum nicht schon gestern?
und ihr werdet auch auf Leute stoßen, die sagen, boah, nee, komm, geh mal weg. Ja? Ein guter Ansatz kann sein, beide extreme Parteien wirklich an einen gemeinsamen Tisch zu holen, zu schauen, wie kann man hier einen Kompromiss, einen Konsens ausarbeiten und diese Entscheidung dann auch gemeinsam treffen. Ja? Es ist niemandem was geholfen, wenn irgendwo top-down irgendwas runtergegeben wird, runtergebrochen wird und man sagt dann, das ist es jetzt und damit muss er arbeiten. Ja? Also wirklich dann auch Entscheidungen gemeinsam treffen. Ja, das waren so die vier Punkte der Take-Home-Messages, die ich euch mitgeben möchte an dieser Stelle. Und das wäre jetzt auch so der Teil gewesen mit dem Vortrag. Wenn es euch auch nur halb so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann war es eine coole Geschichte. Vielen, vielen Dank. Und wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen, falls jemand noch Fragen hat. Gerne. Ist ein gewisser Trend für den Stream, sorry. Eindruck ist, dass gerade viel Fachanwendungen ins Web wandern und damit dann halt nur noch irgendwo im Browser lauffähig sind. Ob das ein Trend ist, ja, definitiv. Ja. Im öffentlichen Sektor, ja, das sieht man, aber auch gerade was so produzierende Unternehmen angeht. ERP-Hersteller gibt es momentan sehr, sehr, sehr viel. Das konzentriert sich alles irgendwo mittlerweile auf Web-Anwendungen und hat damit andere vor. Und Nachteile. Ja, genau. Ist ein Trend, den teile ich. Definitiv. Ja. Was dann natürlich auch, wenn ich das ergänzen darf, ein Stück weit interessanter wird, wenn ich wirklich über den Linux-Client halt dann nachdenke. Ne? Weil dann habe ich natürlich noch nachher den Browser, auf den es ankommt und gar nicht so auf das Betriebssystem unten drunter, womit ich vielleicht auch den einen oder anderen Verwaltungsarbeitsplatz habe, ja? Der nur Fachanwendungen braucht, die irgendwo im Browser laufen. Kann spannend sein, sowas mit zu betrachten. Ja, ist eine technologische Entwicklung, die sehen wir auch. Ja, absolut. Weitere Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Ergänzungen, Beschimpfungen? Ja, als Kommentar vielleicht noch erwähnen, dass sich ja auch jetzt in den letzten ja, 3 bis 4 Jahren viel getan hat innerhalb der Community, was zum Beispiel Betrieb von Bestandssoftware angeht. Klassisches Beispiel ist halt eben die Firma Valve mit Proton. Da hat sich in beiden Projekten ordentlich was getan, dass man da gegebenenfalls Projekte auch mal wieder aufrollen kann, die man vor Jahren verworfen hat. Ja, das ist ein Stück weit eine Gesamtentwicklung, ne? Dass sowohl der Linux-Desktops oder die Linux-Plattform als solches auch zunehmend attraktiver und interessanter wird. Ja, genau. Noch weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmals vielen, vielen Dank und viel Spaß noch auf der Messe. Danke.